Vergewaltigt? Von Alexander? Ja! Das ist doch Unsinn. Ich weiß, dass Sie beiden Sex miteinander hatten, aber das wollten Sie beide. Nein, wollten Sie nicht. Wollten Sie nicht? Aber warum hat Marlene... Warum hast du nie was gesagt? Ich meine... Sie hat ja kaum mit uns darüber gesprochen. Sie hat Angst, dass ihr niemand glaubt. Schließlich hat ihr Bekannter ja erfolgreich seine Version herumerzählt. Aber ihr habt doch... Hagen, du bist mein Bruder. Ich muss es ihr versprechen. Das muss ein Missverständnis sein. Ich kenne Alexander seit 15 Jahren. Er würde so etwas niemals tun. Wunder, dass du mir nicht glaubst. Du warst ja schließlich dabei an dem Abend im No Limits. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich hab mit Alexander geflirtet vor deinen Augen. Ich hab mich ihm ja förmlich an den Hals geworfen. Marlene, ich... Und man landet auch nicht einfach so im Bett. Ich bin mit ihm mitgegangen. Ich hab ihn geküsst und ihm das Gefühl gegeben, dass ich es auch will. Und am Anfang war das ja auch so. Und dann... Marlene dir schon irgendwas über die letzte Nacht erzählt? Wir sind auf mein Zimmer gegangen. Wir haben Champagner bestellt. Marlene, sie beherrscht die Waffen der Frauen. Sie hat sich an mir festgehalten und ich bin schwach geworden. Was ist denn los? Du bist doch sonst nicht so zurückhaltend. Ich habe Marlene zu nichts gezwungen, okay? Sag mal, wovon redest du eigentlich? So ein riesengroßes Arschloch. Ich hab dir jetzt endlich gemerkt. Er ist doch dein Freund. Und ich hab ihn dir auch noch vorgestellt, Marlene. Das ist alles meine Schuld. Ich schwöre dir, wenn er dich noch ein einziges Mal anrührt, dann... Warst du bei der Polizei? Marlene, du musst... Ich kann nicht. Tristan, bitte. Geht's dir? Hey, tu jetzt nichts Unüberlegtes. Auch wenn ich es nicht richtig finde. Marlene will nicht zur Polizei. Wir müssen das akzeptieren. Idiot. Oh. Späte Selbsterkenntnisse kurz vor Jahresende? Oder brauchst du das manchmal, dich selbst so ein bisschen fertig machen? Sebastian, ich bin jetzt absolut nicht in Stimmung für sowas. Okay. Du warst bei Marlene. Pass auf, ich habe mich ein bisschen für dich umgehört und jetzt halt dich fest. Marie Bellanova ist frei. Was? Du brauchst doch einen Ersatz für Marlene. Und die Bellanova, die hat schon in Hamburg gesungen, in London und am Broadway. Ich nehme die Zweitbesetzung.
Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Das ist eine einmalige Chance. Du könntest anstelle von Marlene einen internationalen Star verpflichten. Und was meinst du, wie die sich erst in den Hintern beißen? Kümmer dich einfach um deinen Scheiß, ja? Ja, ist das jetzt plötzlich meine Schuld, dass du dich in Marlene verknallt hast und sie dich jetzt hängen lässt, oder was? Lass sie. Marlene wird schon aus ihrem Zimmer kommen, wenn ihr danach ist. Ich will doch nur wissen, wie es ihr geht. Ja, elend. Weil das Gespräch mit Tristan die ganzen Erinnerungen wieder aufgewühlt hat. Wir können nur hoffen, dass er jetzt nicht zur Polizei geht. Das glaube ich nicht. Aber darüber hättest du eher nachdenken müssen, bevor du mit dieser ganzen Sache so rausgeplatzt bist. Tristan wollte Marlene feuern. Das habt ihr doch alle gehört. Irgendjemand muss hier doch mal was sagen! Die Einzige, die das Recht hat, darüber zu sprechen, ist Marlene! Mann, das haben wir doch tausendmal durchgekaut! Ich weiß, ich war dabei! Und warum hast du dich dann eben nicht ein bisschen zusammengerissen? Wie soll Marlene uns denn jetzt noch vertrauen? Jetzt hör doch mal auf! Ich wollte Marlene doch nur beschützen! Tristan hat über sie gesprochen, wie man eine durchgeknallte Diva. Irgendjemand muss doch für sie da sein und für sie sprechen, wenn sie das selber nicht mehr schafft. Verdammt nochmal, sie ist meine Schwester. Es tut mir leid, das war nicht so gemein. Ich will Marlene doch auch nur helfen. Ich halte das nicht mehr aus. Diese Angst, dass mir keiner glaubt. Der Ekel vor mir selbst, dass ich nicht mehr darüber sprechen kann. Dass ihr euch streitet. Ich muss endlich lernen, damit fertig zu werden. Und deshalb habe ich beschlossen, zu dieser Beratungsstelle zu gehen. Ihre Finanzstrategie klingt ganz interessant, Herr Reinsberg. Tristan hat nicht übertrieben. Ich weiß schon, was er gesagt hat. Ich bin das Trüffelschwein unter den Investmentbankern. Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches hat er gesagt. Schon gut. Aus Tristans Mund ist das vermutlich ein Kompliment. Kann gut sein, dass wir beide ins Geschäft kommen. Alexander, was für eine Überraschung. Ja, ich hoffe doch, eine angenehme. Wenn Sie möchten, dann stelle ich Ihnen gerne mal ein Musterportfolio zusammen. Vorsicht, Vater, Alexander kann sehr überzeugend sein. Deswegen sollte man ihm noch lange nicht alles glauben. Hast du Angst, dass ich deinen Vater über den Tisch ziehe? Hast du Angst, dass ich dich auflegen lasse? Wenn du genug von den Geschäften hast, dann könnten wir unser Fechttraining fortsetzen. Ja, mach dich auf was gefasst. Ich würde sagen, wir beide haben jetzt eine Rechnung offen. Ja, da ist Fechten doch genau das Richtige. Du bist dir sicher, dass ich nicht mit reinkommen soll? Mhm. Okay, dann warte ich hier auf dich, ja? Ich will das nicht, lass mich los! Mag es, wenn du so willst. Mama, ich kann da nicht rein. Das ist nicht so schlimm. Dann kommen wir einfach ein andermal wieder. Oder soll ich vielleicht doch mit reinkommen? Ich schaff das alleine. Und? Hast du Marlene noch mal gesehen? Nicht, seit sie aus dem Tonstudio abgehauen ist. Hätte ich nicht gedacht, dass sie solche Allüren hat. Die einfach sitzen zu lassen, so ganz ohne Grund. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Hast du schon überlegt, wie es weitergehen soll mit euch? Geschäftlich, meine ich? Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Meinst du wirklich, du sollst dir als Chef so von ihr auf der Nase rumtanzen lassen? Wie gesagt, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Sag mal, wie genau ist das noch mal gelaufen mit euch beiden? Im Hotel. Wieso fängst du wieder damit an? Nennen wir es einfach Konfrontationstherapie. Wie gesagt, wir sind aufs Hotelzimmer gegangen und haben Champagner getrunken. Nichts Besonderes.
Dann hat Marlene angefangen, mich zu küssen. Ich bin nicht drauf eingegangen. Wegen dir. Aber was soll ich sagen? Sie hat mich verführt. Touché. Du bist ein bisschen unkonzentriert. Das weißt du doch. Marlene ist dann ziemlich schnell verschwunden. Wahrscheinlich war sie unangenehm wegen dir. Ich hab dich doch gefragt, ob du es hören willst. Los, hol dein Säbel. Halt mal einen Gang runter. Spinnst du? Du wolltest die Wahrheit doch hören, Mann. Ganz genau. Die Wahrheit! Sag mir verdammt noch mal die Wahrheit! Marlene hat mit dir gesprochen. Du glaubst ja auch nicht, oder? Ich weiß auch nicht, warum sie so einen Scheiß erzählt. Ehrlich, sie hat das auch gewollt. Tristan, du musst mir glauben. Es ist ihr peinlich, dass sie mit mir so weit gegangen ist. Deswegen erzählt sie diesen Mist über mich. Du hast sie doch gesehen an dem Abend, wie sie sich mir an den Hals geworfen hat. Du verdammte Drecksau! Du hast sie vergewaltigt! Und dann hast du mit deinem Psychoterror eingeredet, dass sie schuld ist! Mach keinen Scheiß! Du mieses Schwein! Marlene ist wirklich zur Beratungsstelle gegangen? Mensch, das sind ja endlich mal gute Neuigkeiten. Ja, oder? Ich gehe nachher zu meinen Eltern und schau, wie es dir geht. Bis später. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hagen? Sag mal, weißt du zufällig, was zwischen Tristan und Marlene vorgefallen ist? Keine Ahnung. Warum? Ich habe ihn auf sie angesprochen. Ich habe es gewagt, ihm eine neue Erstbesetzung vorzuschlagen, ja? Und er hat sowas von gereizt reagiert. Tristan, lass das! Ich bin unschuldig! Nie wieder, André. Nie wieder. Hilfe! Hilfe! Sebastian, ich weiß nicht, was Tristan hat. Hilfe! Hilfe! Hast du das gehört? Ja, es kam aus dem Park. Hilfe! Ja, Tristan trainiert mal wieder mit seinem alten Freund. Fechten? Ja. Mit Alexander. Ja, mit wem denn sonst? Verdammt! Scheiße! Lass mich los, verdammt nochmal! Was zum Teufel ist hier los? Sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Mit scharfen Säbeln aufeinander loszugehen? Ihr seid doch keine Muskeln! Holst du uns mal einen Verbandskasten? Wie schön, dass du wieder so cool bleibst. Willst du vielleicht auch mal was sagen? Darf ich ihm erst mal die Hand verbinden? In solchen Aktionen bist du, Marlene, keine Hilfe. Das ist dir hoffentlich klar. Warum bist du überhaupt gekommen? Ich hätte ihn umgebracht. Ich hätte dich da nicht alleine reingehen lassen dürfen. So gut. Es war hart, aber es hat auch gut getan. Mit jemandem zu reden, der sich auskennt und der trotzdem Abstand hat. Weißt du, was ich meine? Wir alle wollen dir so gern helfen, aber... Ich habe die ganze Zeit nur an mich gedacht und ich habe überhaupt nicht gesehen, wie schwer das auch für euch ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Es geht jetzt nur um dich. Nein, Mama. Es geht um uns alle. Weißt du, die da drin haben mir gerade gesagt, dass eine ganze Familie unter...
einer Vergewaltigung leidet. Komm, ich bring dich nach Hause. Bei der Beratungsstelle haben sie mir klargemacht, dass es ein harter Weg wird. Aber ich muss mich meinen Erinnerungen stellen. Du bist nicht allein. Vergiss das nicht. Ich könnte dieses Schwein umbringen. Auch wenn ich dich verstehen kann. Ich bin froh, dass du es nicht getan hast. Das hat sich so gut angefühlt. Glaubst du? Vielleicht haben die in der Beratungsstelle Marlene überzeugen können, Alexander doch anzuzeigen. Ich kann nicht zur Polizei gehen. Ich habe alle Beweise vernichtet. Das Kleid, die Fotos, die Dana von mir gemacht hat. Aber wisst ihr was? Es gibt eine Menge Leute, die beobachtet haben, wie ich mich Alexander an den Hals geworfen habe. Hey. Im Moment ist doch das Wichtigste, dass du wieder auf die Beine kommst. Das ist die Hauptsache. Vergiss diese blöde Anzeige, die ist doch gar nicht wichtig. Guten Tag. Hemke, mein Name. Wir suchen Tristan van Lahnstein. Das bin ich. Sagt Ihnen ein gewisser Alexander Reinsberg was? Ja, allerdings. Er hat Anzeige gegen Sie erstattet. Wie bitte? Wegen versuchten Mordes. Sie sind vorläufig festgenommen.